Ah, bevor ich's vergesse, wenn du ein Fahrzeug irgendwann nicht mehr brauchst, weil es zu klein geworden ist, schrumpfen die? Nein. Verzeihung. Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Bausimulator 2015. Ey, Kunden, das macht mich total nervös. Kannst du dich einfach mal ruhig halten? Das ist ja echt... Mit Let's Dance hier. So, haben wir es jetzt bald. Warte mal. Besten direkt mal Richtung Firmen. Ist doch alles frei hier, oder wie groß ist denn diese verkackte Scheißbaustelle? Ja, aber manchmal dauert das etwas im Multiplayer mit der Synchronisation und so. Der Fabian, ja! Juhu! Jawohl! Wir haben's doch drauf. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt da. Die Zuschauer meckern übrigens, ne? Dass dieses alles, was wir in 10 Stunden machen, in 4 Minuten machen, habe ich gerade vorgelesen. Ach, gar nichts könnt ihr. Level up? Dumm rumlaber könnt ihr. Abschnitt abgeschlossen. 10.200 Geldkreuzer. Was habt ihr an Aufgaben an neuen? Moment. Mal gucken. Ich weiß ja gar nicht, was neu ist überhaupt. Das habe ich schon mal gemacht, das eine. Ich habe einen Container-Transport. Gartenbau Familie Gras. Das klingt gut. Familie Gras klingt gut. Ich habe nur 4. Habt ihr andere? Nee. Nur der Horst hat welche. Ich bin der Horst. Stimmt's? Jo. Da steht verfügbare Sonderaufträge. Neues Fahrzeug. Dann musst du in den Ort fahren und dir, ich glaube, einen großen Pritschenwagen kaufen. Kann ich mehrere Aufträge auch annehmen? Nein. Ja, was machen wir denn dann? Also, das, was es am meisten gibt, das ist Ausbau im Einfamilienhaus, Familie Müller. Wie viel Geld hast du aktuell? Das ist am besten. Bah? Das würde ich nehmen. Ja, dann nehmen wir das halt einfach mal. Wie viel Geld hast du aktuell? Knapp 200.000. Okay, dann könntest du auch den Sonderauftrag machen und ein neues Fahrzeug kaufen. Und danach erst dann Baustelle. Dann hätten wir Philipp, geh mal von der Taste runter! Nochmal, ich soll jetzt erstmal diesen komischen Spezialauftrag machen, ja? Mach ich das mal. Ja, wäre sinnvoll. Am besten den... Ja, genau. Gut. Vorarbeiter ansprechen. Da brauche ich jetzt... Ach, da kann ich hinlaufen, das ist nicht weit. Der steht hier! Auf dem Hof. Hammer gleich, alles im Griff. So, du kleiner schwuler Vorarbeiter. Warum heißt du Vorarbeiter? Weil du mir was vorarbeitest. So. Naja, das ist der Arsch, den kenne ich, das ist der Chef. So, da gehen wir mal ran an den jetzt hier. Ich gehe mal von hinten an ihn ran, mal schauen, was er dann sagt. Auch nichts anderes. Okay, also. Hey Harry, ich habe gerade unseren Kontostand gecheckt. Weißt du was? Ich denke, es wird Zeit, unseren Fuhrpark zu erweitern. Wie wäre es, wenn du einen Abstecher zum Händler machst und mal schaust, ob der was Passendes für uns im Angebot hat? Ja, das hört sich gut an. Ups. Irgendjemand hat's rausgehauen. Ich zeige dir auf der Karte, wo der Fahrzeughändler ist. Fahr am besten gleich vorbei und sprich mit Gerd. Gott, Gerd. Den kenne ich noch von früher. Der ist nicht zu übersehen. Ein Bär von einem Mann. Ich sage ihm Bescheid, dass du kommst. Na, dann schau ich mal, was Gerd im Angebot hat. User entered your channel. Hallo. So. Wir können schon mal in die Stadt fahren, weil die Verkaufsstelle ist in der Stadt. Ja, ich brauche aber ein Fahrzeug. Raus da. So. Jetzt bin ich Beifahrer wieder, oder was? Da kann ich halt in eine andere LKW fahren, da können wir beide zurückfahren. Okay, auf geht's in die Stadt. Ja, du musst dran denken, deine Finger von der Taste zu nehmen. Okay. Sonst haben wir hier immer das Echo der Alpen. So, warte mal da rum. Ja, liebe Leute da draußen, die gerade zuschaut, ne? Also die Kollegen hier, die haben 70 Euro gespendet, damit die hier mitspielen dürfen. Das müsst ihr euch mal zu Gemüte führen. Das ist schon mal erstens sehr geil. Und zweitens, sollte euch das dazu animieren, auch nochmal ein bisschen was zu spenden. Es geht um die Kinderkrebsstiftung. Ist das rot? Nein, das war grün. Es geht um die Kinderkrebsstiftung. Ich möchte natürlich jetzt dann doch relativ viel Möglichste zusammensammeln, ne? Ist klar. Also gebt euch einen Ruck. Oh Mann, da war ich ja noch nie durch den Tunnel. Hoppla. Alles im Griff. Alles im Griff.
Hast du Angst, Philipp? Nein. Na, dann bist du blind. Ich bin auch ein schlechter Fahrer. Ich glaube, jeder ist in dem Spiel ein schlechter Fahrer. Ja, mit der Tastatur ist es am schwersten. Natürlich, deswegen spielen wir das alle mit der Tastatur. Außer Gooden, der ist eine Lusche. Ja, ich bin einfach zu schlecht. Meine Fresse, das ist ja voll Analhöhlenforschermäßig hier jetzt. Ich sehe gerade noch eine Frage im Live-Chat. Ob ich mich auf den American Truck Simulator freue. Ja, ich freue mich drauf, wenn es mal wirklich abzusehen ist. Echo! Echo! Ort entdeckt. Oh Gott! Wenn es mal wirklich abzusehen ist, dass er erscheint auch. Ja, wurde ja schon gut ein Jahr verschoben. Eben. Ich hab gehört, dass America Truck erst im März kommen soll. Naja, es wurde. Ich glaube, der erste Termin war mal Februar 2014. Moment mal, was ist denn hier los? Ich kann überhaupt nicht steuern, wenn jetzt hier... Hallo? Treten Sie näher, kommen Sie ran. Wird hier plötzlich eingeblendet. Ich kann nicht mehr lenken, nicht mehr bremsen, gar nichts mehr. Ah, wen haben wir denn da? Du musst Harry sein. Geh mal runter vom Knopf, bitte. Philipp. Mein alter Freund Harpe hat dich schon angemeldet. Wie geht's denn dem alten Alunken? Ich sag dir, du kommst genau richtig. Haben da gerade ein paar feine Fahrzeuge reinbekommen. Hinten oder was? Da ist für jeden was dabei. Na, das ist ja ganz toll. Da kommt diese Zwischensequenz, während ich fahre. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir schon am Händler sind. Ach, ihr seid Streber, ja? Ihr seid vorausgegangen. Toll. Ich muss jetzt mir den Dialog weiterlesen hier. Ja, freut mich auch, Sie kennenzulernen. Harpe, geht's gut, denke ich. Und ja, in der Tat planen wir unseren Fuhrpark, um dein Fahrzeug zu erweitern. Um ein Fahrzeug zu erweitern, na das klingt ja zaghaft. Ich verkaufe dir eine ganze Flotte an besten und modernsten Baufahrzeugen und das zu einem Spottpreis. Nur mal langsam, ich denke, eins sollte erstmal genügen. Der große Pritschenwagen mit Ladekran gefällt mir gut. Darf ich die vielleicht auch erstmal anschauen? Kann ich verstehen. Ich glaub, das erste Fahrzeug ist vorgegeben, was du kaufen sollst. Aber es ist auch ein gutes Ding. Kann ich verstehen, ist auch ein ganz feines Fahrzeug. Mit dem integrierten Ladekran geht das Auf- und Abladen von Paletten und dem anderen Kram, den man so braucht, wirklich ruckzuck. Ich mache dir ein gutes Angebot und wenn du ein Fahrzeug gekauft hast, dann kannst du es auf unserem firmeneigenen Testgelände ausprobieren. Ja, gut zu wissen. Ich schaue mich mal noch ein wenig um. Das wäre so schön. Ich möchte mich endlich mal aussteigen. Mach das. Ah, bevor ich es vergesse, wenn du ein Fahrzeug irgendwann nicht mehr brauchst, weil es zu klein geworden ist. Schrumpfen die? Nein. Verzeihung. Weil es zu klein geworden ist oder der Platz auf dem Hof knapp wird, dann nehme ich sie dir gerne ab. Für 25% vom Neupreis kannst du bei mir gekaufte Fahrzeuge jederzeit wieder abgeben und nun halte ich dich nicht länger auf. Schau, ob du was Passendes findest. Ich würde jetzt gerne einfach erstmal aussteigen. Das ist toll. Juhu. Jetzt aber. Verdammt normal, wo muss ich denn hin überhaupt jetzt? Ich muss noch weiterfahren, ne? Das ist ja total bekackt. Ja, du musst noch bis zu der Verkaufsstelle fahren. Ja, okay, alles klar. Wir haben es im Griff. Und dann dürftest du 85.000 investieren. Wo steht denn der Lastwagen? Da. Müsste doch schon da sein, oder? Ich ringe noch mit dem grünen Dingsbums. Ich folge diesem grünen Dingsbums. Das wird mich ja wohl hinführen, hoffe ich. Eigentlich schon. So. Aber der Lastwagen müsste normalerweise trotzdem schon da sein. So was bei mir gewesen. So, das sind die zwei anderen, Hans-Kasper. Welcher denn? Wo denn? Der da? Der Grüne? Der Kleine? Ich will mir jetzt erstmal diesen komischen Bär... Das ist unserer, das ist dieser Absetzkipper. Also okay, pass damit auf. Sind wir hier hingefahren. Und das soll ein Bär von einem Mann sein? Was meint er damit? Ein Preiselbär oder was? Der Bärenbusch dahinter. Das ist ja mal ein armseliges Würstchen hier. So, okay, jetzt muss ich das Menü wieder aufmachen, oder was? Jo. Steht nichts da, ne? Ist nichts da. Oh, ich nehm den Kran! Da lass du es nicht da. Ja. Musst du noch kaufen. Na gut. Also, das Spiel irritiert mich. Ich muss den kaufen. Geh mal weg da, komm. Fabian! Mensch, ich bin doch der Käufer hier. So. Was wollte ich kaufen? Den, Pritschwagen mit Kran. 85.000! Oh, der hat mehr Reifen. Das ist schon mal geil. Möchtest du ihn wirklich kaufen? Nein. Doch.
Die erste Maschine! So, und das hier ist also ein Preiselbär von einem Mann. Na gut. So, wo steht der? Wo steht der? Wo steht der? Ich möchte ihn haben. Ich habe ihn bezahlt. Ich habe ihn bezahlt. Ich will ihn haben. Ah! Ja, das sieht doch mal schnucklig aus. So, und jetzt nehme ich einen neuen Auftrag an, richtig? Genau. So, ich trinke mal einen Schluck und gucke mal schnell in den Live-Chat. Ihr könnt euch noch ein bisschen anders vergnügen. Ah, diese Nachricht wurde entfernt. Ich würde gerne spenden, habe aber kein PayPal. Ich schaue nochmal nach, ob noch Leute gespendet haben. Ganz kurz. Geht ja schnell. Wir sind ja hier bei schnellen Leuten. Na, was ist denn jetzt los hier? Ich muss mir erst nochmal einloggen hier. Verdammt. Wir haben immer noch 189 Zuschauer, das erschüttert mich ein bisschen. So, wir haben jetzt Spenden in Höhe von 3,28 Euro. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber immerhin. Bedenkt bitte, bei 50,99 heute gibt es dann noch ein Spiel. Also da müsst ihr euch noch ein bisschen ranhalten, liebe Leute. Komm, da geht auch noch was. Kinderkrebshilfe, hallo. So, was machen wir jetzt? Jetzt nehme ich einen Auftrag an, ne? Jo. Und zwar... was am meisten Geld bringt einfach. Das von vorhin ist weg. Ja, die verfallen mit der Zeichnung, kommen neue rein. Also das, wo ich am meisten Geld verdiene, ist modernes Einfamilienhaus mit Holzverkleidung. Das hatten wir gerade, ne? Ja, dann würde ich das zweitbeste nehmen. Das ist Gartenbau Familie Hensel. Ja, dann nehmen wir das. Dann nehmen wir halt mal das. So. Also. Fahr einen kleinen Bagger zur Baustelle. Und einen Container besorgen. Besorge einen Container. Ich hole den Container. Ich hole den Container. Ich will den Container holen. Oh, ich fahr mal den Bagger zur Baustelle. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich hole den Container. Ich muss erstmal wohin? Ins Firma, ne? In die Firma. Da will ich schon mal zur Baustelle fahren, ja? Mit dem kleinen. In den Containerabsetzer, genau. Der steht hier auch auf dem Firmengelände. Wo ist denn das scheiß Firmengelände wieder hier? Da. Ach, das Händlergelände, so. Händlergelände? Ja. Ach so, hier. Nee. Ach doch, das ist ja der. Alles klar. Ich hab's im Griff. Kümmere mich dann schon um Bauabschnitt 2, ne? Mach das mal. Gut. So. Fabian, ich fahr zur Baustelle. Fabian hat alles im Griff, ja? Aber sicher, ich komme mit dem Bagger. Ja, der Fabian mit dem Bagger und der baggert noch. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss zum Baustoffhändler, ne? War das so? Ja. Zum Kieswerk. Du musst ja einen Container holen. Container war beim Kieswerk. Scheiße, wo war oder, das jetzt wieder? Den musst du beim Kieswerk abgeben, aber kaufen beim Baustoffhändler, so rum. Baustoffhändler holen. Hab ich doch recht. Ja. Hab ich mehr recht als der Guten? Ja. Bin ich der voll der Chef? Ich weiß bloß nicht, dafür fahre ich schneller. Da ist der Baustoffhändler. No, das ist doch schön, jetzt haben wir endlich mal alle was zu tun. Das hier ist ein neuer Abschnitt, der freigeschaltet wurde, oder was hier, wo wir jetzt sind? Das ist die Stadt, die war die ganze Zeit schon da, aber man hatte da halt nie irgendwie was zu tun. Ah ja. Alles klar. Ja, es gab hier eine Überlegung, ob ich einen anderen Spielstand nutze, mit dem man andere Aufträge machen, Dingsbums, aber ich kenne meine Zuschauer, die wollen das von Adam bis Eva sehen. Deswegen, was macht der Stromkasten hier? Also die Fahrphysik. Die Physik im Spiel, die ist schlechter als ich in Physik war. Und das muss was heißen, ne? Oh, da bin ich voll durchgefahren. Also das Fahren ist sehr schwer hier im Spiel.